Wir sind heute weltweit ohne jeden Zweifel in einer Situation, in der ganz offensichtlich die Reserven der herkömmlichen Energiequellen, herkömmliche Energiequellen sind Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran als Ausgangsmaterial für die Atomkraftwerke, wo diese Reserven in sich zusammenschmelzen. Und da wird immer für die Kohle gesagt, dass hier noch die längste Reichweite ist. Wird mehr verbraucht, steigt der Verbrauch, geht natürlich, wird der Zeitraum logischerweise kürzer. Eines ist ganz klar, das, was am frühesten zu Ende geht, wird den Preis am schnellsten nach oben gehen. Denn das Angebot in der Weltwirtschaft sinkt mit den sich erschöpfenden Reserven. Und es konzentriert sich auf immer weniger Förderländer, weil ja immer mehr Quellen in einzelnen Ländern schon erschöpft sind. Und so konzentriert sich das auf immer weniger Förderländer und auch auf immer weniger transnationale Förder- oder Liefergesellschaften. Das heißt, die ganze Entwicklung monopolisiert sich. Und das ist von der Quelle her vorgegeben. Das ist ein Prozess, der unaufhaltsam ist, solange man an diesen Energiequellen festhält. Unaufhaltsam. Gleichzeitig wächst der Bedarf der Weltwirtschaft und eines ist klar, es reicht gar nicht mehr für alle, bezogen auf die herkömmlichen, sich erschöpfenden Potenziale. Die Kohlepreise sind überproportional sogar gegenüber dem Gas gestiegen. Das ist ein Trend, der von niemandem aufzuhalten ist. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sich dieser Falle, das ist eine wirtschaftliche und soziale Falle, sich dieser Falle, diese Falle zu umgehen, nicht in sie hineinzutappen. Das ist massive Anstrengungen zur Erhöhung der Leistungssteigerung der eingesetzten Energie, das heißt Energieeffizienz, und zweitens der Wechsel zu erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien haben eine völlig andere Ökonomie. Es kann keine Brennstoffpreissteigerungen geben. Alle Kosten sind ausschließlich Kosten für die Technikbereitstellung und die dafür erforderliche Infrastruktur, also im Großen und Ganzen Technik. Und es wird bei erneuerbaren Energien, da sie emissionsfrei sind, keine Zertifikatskosten geben. Null. Man hat den Vorteil, regionalen oder lokalen Energiebedarf aus regionalen und lokalen Quellen zu schöpfen, das heißt lange Transportwege und damit Kosten zu vermeiden. Heimische Wertschöpfung für die gesamte Energiebereitstellung. Das ist ein unermesslicher wirtschaftlicher Vorteil. Die Monopolgewinne, die heute in der Energiewirtschaft anfallen, sind atemberaubend. Und zwar bei den Primärenergielieferanten. Die Welt stürzt in eine sich immer mehr zuspitzende Energiekrise und alle großen Energiegesellschaften, das heißt die Energieoligopole, die transnationalen Lieferkonzerne, machen genau zu diesen Zeiten historische Rekordgewinne. Und niemand kann sich dagegen wehren. Wenn wir jetzt zu anderen Energiequellen wechseln oder energieeffizienter arbeiten, dann ist ja klar, dass irgendeiner dabei verliert. Und wer verliert? Das ist der Brennstoffhändler. An allererster Stelle. Und wer verliert, wenn es zu einer Vervielfältigung der Energietechnologien kommt mit erneuerbaren Energien, das sind die großen Kraftwerksgesellschaften. Und jetzt versuchen Sie, den Zeitpunkt Ihres Endes aufzuschieben. Um 3 oder 4 Jahrzehnte. Und dieses können wir uns nicht mehr leisten. Das ist zu riskant. Es ist zu riskant. Natürlich die Frage nach der Alternative. Und die Alternative kann nur und muss eine dezentrale sein, vor allem wegen der gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten, auch auf der regionalwirtschaftlichen Ebene. So, jetzt stellen wir uns einen Augenblick vor. Es gelingt uns, durch massive Steigerung der Energieeffizienzen und durch Wechsel zu erneuerbaren Energien, diese Energiezulieferung auf Null zu bringen, was möglich ist. Und kommt man dann auf 100%, also auf vollständige Verzichte von Energiezulieferung,
verlässt kein Euro mehr die Region, um eine Energie bezahlen zu müssen. Wir müssen aber, wenn wir politisch entscheiden, nicht eine isolierte Einzelrechnung vornehmen, sondern wir müssen eine Gesamtrechnung vornehmen. Und eine Gesamtrechnung vor allem vor dem Hintergrund, dass es um die Rekommunalisierung der Energieversorgung gehen muss. Das heißt, die praktische Umsetzung bedeutet, wenige Großanlagen der Energieversorgung werden durch viele mittlere und kleinere ersetzt, die in der Summe die wenigen Großen ablösen. Und das ist die historische Chance einer Revitalisierung der Stadtwerke. Und ich bin absolut sicher, dass wenn man diesen Weg geht, ist das im Interesse der Stadtwerke Mainz und Wiesbaden viel, viel durchschlagender, risikoloser, es ist letztlich ohne Risiko, und langfristig und mittelfristig schon für die gesamte Bevölkerung der gesamten Region entschieden ökonomisch vorteilhafter und umweltfreundlicher. Und das lässt sich auch sagen. Das heißt, dezentralisierte Erzeugung bedeutet mehr Arbeitsplätze. Das ist ganz eindeutig. Und deswegen kann man nur zu einer Steigerung der Energieeffizienz kommen, wenn man strikt sagt, keine Kondensationskraftwerke mehr, nur noch in Kraft-Wärme-Kopplung. Dass man also aus der ein und derselben Energie zwei Funktionen gewinnt, Stromerzeugung und Wärmebereitstellung. Damit erübrigt sich, bezogen auf Mainz, aus meiner Sicht das Argument, es wird hinfällig, dass ja am Ausgangspunkt, wenn ich richtig informiert bin, dieser Debatte war. Nämlich am Ausgangspunkt der Debatte, das moderne Gaskraftwerk, das seit 2001 in Betrieb ist, einfach wieder stillzulegen, weil man keinen, das war der Anfangsbegründung, keinen langfristigen Gasliefervertrag mehr bekäme aufgrund der unsicheren Lage. Und stattdessen ein Kohlekraftwerk. Da ist der eine Irrtum drin, dass die Kohlelieferung gesicherter sei. Der Kohleliefermarkt wird enger und damit teurer. Nur wenn man Kraft-Wärme-Kopplung zur Auflage macht, dann muss man dezentralisieren. Da muss man mehrere kleinere haben und zwar ortsnah, weil sonst die Wärmeleitung zu viel kostet. Man muss dann in die Wärmeleitung investieren. Das kommt der kommunalen Bauwirtschaft sehr zugute. Meine Strategie wäre hier, das Gaskraftwerk weiterlaufen zu lassen, aber die Wärmeauskopplung weiterzutreiben, und zwar möglichst, dass sie vollständig ausgekoppelt werden kann. Das sind Investitionen für Wärmeleitung, ganz klar. Und hier schlägt die große Stunde des Stadtwerks, da wird es nämlich unschlagbar. So, und wenn man im Wettbewerb um Kunden nach der Liberalisierung ein gekoppeltes Angebot macht, weil jeder einzelne Bürger ist immer Strom- und Wärmekunde. Immer. Das muss man doch gar nicht künstlich trennen. Warum führen wir das nicht zusammen? Und machen ein gekoppeltes Angebot. Dann wird der Kundenmarkt für die Stadtwerke sich deutlich ausweiten. Das ist eine Erfolgsstrategie. Und die würde ich gehen. Egal wo, ob in Mainz oder woanders. Und die Kosten sinken und sinken. Es gibt ja keine Brennstoffkosten mehr, keine Zertifikatkosten, wie genannt. Und es heißt, es muss dezentral gemacht werden, breit gestreut. Wer ist dazu geeigneter, als das Stadtwerke sind? Es kann einem niemand mehr nehmen, wenn man das gemacht hat. Es ist eine Sache auf Dauer, weil ja der Brennstoff nicht aufhört. Es ist ja unendliche Energie. Und es erhöht die Attraktivität, die Akzeptanz der Stadtwerke. Es macht sie zu einem populären, die Energie- und die Umweltfrage vorantreibenden Faktor in der gesamten Kommune. 20% unserer Strommenge ließe sich aus der Vergasung organischer Abfälle gewinnen, indem man das Vergasen dann als Gas einsetzt. Es gibt eine Fülle von neuen Möglichkeiten. Aber man muss wissen, die Fantasie haben, vieles dezentral ersetzt wenige oder ein großes Kraftwerk. Und das ist gleichzeitig eine breite Eigentümerstreuung, auch unter vielen Bürgern. Und der einzige Teil der Energiewirtschaft, der herkömmlich, der überleben wird in dieser Zukunft,
auf die es hinaus muss. Das ist ja klar. Schon weil das andere zu Ende geht. Der einzige Teil der heutigen Energiewirtschaft, der überlebensfähig ist, ist die kommunale Energiewirtschaft. Aber dann sollte sie ihre besondere Chance auch offensiv ergreifen. Dankeschön.